So, damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück und ja, ist auch immer so die Frage, was passiert hier nicht? Werden wir angegriffen, werden wir es nicht? Sollte ich vorsichtshalber reagieren oder warte ich jetzt lieber? Halt echt eine schwere Frage, ne? Wie gesagt, es sieht so aus, als würde es vorbeifliegen. Aber was ist, wenn es nah genug dran ist und dann entscheidet, hey, warte mal, da ist der Typ, der die ganze Zeit uns platt macht. Was dann? Oh, das sind jede Menge Geschütze, ey. Kommt immer noch näher, ne? Jetzt langsam müsste eigentlich bei der Punkt sein, wo es sich wieder entfernt von uns. Es sei denn natürlich, es dreht. Aber danach sieht es eigentlich nicht aus, ne? Nee, nicht so richtig. Sie kommt auch immer noch näher. Na, wobei. Warte mal, jetzt hält die Entfernung an. Jetzt müsste es sich gleich wieder entfernen anscheinend. Nee, wird auch noch weniger. Mhm. 2,45. Ja, jetzt entfernt sich wieder. Okay, gut, wir sind gerettet. Wobei, ich jetzt ja schon überlege, ob wir es einfach angreifen. Ah, die unterstützen wahrscheinlich einander, ne? Na komm, wir machen das mal. Mal gucken, was passiert. Oh, es wird lustig, ey. Fo. Fuck. Wir haben es getroffen. Es ist down. Ich habe nur noch die seitlichen Triebwerke. Zum Navigieren. Aber da hinten treibt es. Verdammt, ey. Haben sie gleich direkt unser Triebwerk hinten getroffen. So ein Scheiß. Wir werden langsam, aber nicht so schnell wie erwartet. Ich darf jetzt nicht in die Anziehungskraft von dem Ding kommen. Na gut, die Entfernung zu unserer Basis wird kleiner. Das ist schon mal ganz okay. So, ich versuche mal anzuhalten. Drehen wir uns die ganze Zeit, bis wir denn dann stillstehen. Genau, dann steige ich kurz aus. Oh, das war ein Gyroskop von uns.
dann nehmen wir hier eins weg und semmeln das gleich hinten dran. Dass wir ein bisschen fliegen können. So. Da haben wir es hier, die 9. Ja, so. Improvisieren halt, ne? Ay, caramba. Ah, das war schon nicht ohne. Und wir haben gesehen, also da treibt es gerade noch. Es hatte immer noch seine Geschütze. Also da waren noch welche intakt. Wir haben es zwar getroffen, es ist anscheinend soweit vernichtet, dass es halt nichts mehr anzeigt, aber so richtig ohne ist es auch nicht. So. Beschleunigung ist natürlich jetzt alles andere als gut, ne? Muss man ganz klar sagen. Okay. Achso, da drin geht einiges kaputt. Warte mal kurz gucken, nicht, dass da jetzt irgendwas gleich explodiert oder so. Was ist da los? Ach, das ist ein Gyroskop, ne? Ah. Ach du Schande. Naja. Wir fliegen erstmal weiter. Erstmal wieder zurückschaffen. So, ich deaktiviere mal den Trägheitsdämpfer. Und wir geben einfach erstmal Gas und gucken, dass wir halt, wie gesagt, zurückkommen. Kann natürlich ein bisschen dauern, wie gesagt. Ich hätte jetzt vielleicht mehr Triebwerke hinten heransetzen müssen, aber naja, gut. So funktioniert es ja zumindest für diesen kleinen Moment ja auch. Und das ist ja eigentlich die Hauptsache, ne? Puh. Ich verstehe jetzt nicht, warum er beide Motoren oder wie er beide Motoren so schnell ausschalten konnte. Ha. Komisch. Na egal. Ja, wir beschleunigen erstmal weiter. Der Großteil des Schiffes ist ja eigentlich noch intakt. Gut, okay. Drinnen anscheinend hat. Wie auch immer. Ich weiß nicht, woher. Ach so, der hat unten drunter die. Weiß ja kein Wunder. Also anscheinend müssen wir uns irgendwie so gedreht haben, dass er uns von unten erwischen konnte. Weil er hat die Geschütze weggesemmelt und damit dann auch das von unten entsprechend alles. Halt gleich. Das ist natürlich kein Wunder dann, ne? So. Guck mal, wir sind schon fast da. Sehr schön. Und die Ansicht wechseln. So. Ich glaube, nach vorne raus, die ganzen Triebwerke haben wir noch, ne? Naja, okay, auch nicht mehr an. Also, es hat uns diesmal schon echt ganz schön erwischt. Muss man ganz klar sagen. Ich drehe mal richtig, weil da unten sehe ich die Basis. So, bei 500 fangen wir an zu bremsen. Ach ja, es geht ja sogar schnell. Brauche ich jetzt nicht wirklich bremsen. Und gesehen, wie schnell das immer noch geht. Ja. Und das ist okay. So. Vorsichtig. Schön langsam. Genau. Hey, Karamba. Also macht das Laune, finde ich, ne? Wenn man so ein bisschen zwischendrin Action hat. Puh. Müssen wir vielleicht nochmal gucken, dass wir uns noch ein anderes Schiffskonzept überlegen. Also so schon echt in Ordnung, ja. Aber könnte besser sein. Also noch besser, ja. Scheinwerfer wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Hm.
aus. So, wunderbärchenhaft. Damit bin ich zufrieden. Tja. Wir müssen das noch ein bisschen runterfliegen, ne? Ja. Schön. Sinkflug, genau. Dann können wir das hier unten ganz in Ruhe reparieren. So, was noch ausmachen. Genau. Der Rest ist ja nicht mehr da. Der Rest ist ja entsprechend beschädigt, vernichtet und alles. Und hier werden wir jetzt auch eine ganze Weile zu tun haben, das wieder instand zu setzen. Ja, sieht zumindest danach aus. Das wird viel Arbeit werden. Eieiei, gut, ja, was ja alles kaputt gegangen ist, ey, Wahnsinn. Heftig. Krasse Scheiße, ey. Gut, okay. Alles kriegen wir hin. Ah, es ist ja im Fehler noch schon wieder Teile. Ja. Okay, wie sieht's aus? Der Keim an. Kommt. Oh, Scheiße, Mann. Das ist garantiert die Rache für unser. Habe ich hier vorne hin Geschütze, wo das ist? Nee. Oh, fuck. Das könnte böse werden. Das könnte richtig, richtig böse werden. Boah, der kommt super, super schnell näher. Gut, tja, ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Oh mein Gott, ich bin jetzt... Ja, jetzt war's das. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich richtig fertig gemacht. Aber das sehen wir ja dann am Freitag. Also, in diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zocker.